Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es geht mal wieder um ein Notebook, tatsächlich auch schon wieder mit AMD. Wir haben uns ja vor einigen Wochen den AMD 4000 Mobile angeschaut. Absolut brillante CPU, 4900HS. Den hatten wir in einem Asus ROG Notebook uns angeschaut. Und heute haben wir hier einen XMG Schenker Apex 15 Laptop. Manche von euch kennen das Teil vielleicht schon. Wenn ich mir das so von außen so ein bisschen anschaue, dann erinnert mich das ein bisschen an meinen Nissan GT-R, muss ich sagen. Von außen nicht mehr der neueste Stand. Wenn man innen rein sitzt in meinen Nissan GT-R, denkt man sich auch so, okay, ist auch so ein bisschen alles von vor 10 Jahren. Aber die Leistung übertrifft alles heutzutage vorhandene. Und das ist bei dem XMG Apex 15 genauso. Wirklich total krank, denn hier drin sind AMD Desktop CPUs verbaut. XMG hat mir auch diverse CPUs mitgeschickt. Wir haben noch einen 3600, einen 3700X und dann haben wir hier einen 3950X AMD 16 Kernprozessor und der soll da reinpassen. Und das ist wirklich unfassbar krass. Einen normalen Laptop mit Desktop-Hardware zu verwenden. Clivo bzw. XMG ist ja dafür schon länger bekannt und das Ganze jetzt mit einem AMD 16-Kerner. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Leistung betrifft und ich würde sagen, wir schauen uns das Ding als erstes mal von innen an, wie der Aufbau von dem Teil gemacht wurde. Dieses Video wird unterstützt von der neuen Wireless FPS Gaming Maus Dark Core RGB Pro SE von Corsair. Die kabellose Premium Maus eignet sich entgegen vieler Vorurteile durch die Corsair Slipstream Wireless Technologie und damit verbundener Latenz von unter einer Millisekunde auch ohne Kabel hervorragend für FPS und MOBA Games. Neben der Slipstream Funkverbindung lässt sich die Maus aber auch mit herkömmlichen Bluetooth und USB-C verbinden. Die SE Variante bietet zusätzlich auch die Möglichkeit, die Dark Core RGB Pro zum Beispiel über das Corsair MM1000 Mauspad induktiv zu laden und die Akkulaufzeit beträgt dabei bis zu 50 Stunden. Der Pixel PRW 3392 Sensor mit 18.000 dpi ist besonders energieeffizient und bietet maximale Präzision. Die Polling Rate von 2000 Hz, zwei austauschbare Seitenteile und eine 9-Zonen RGB-Beleuchtung runden den Nager dabei ab. Mehr findet ihr über den Link in der Beschreibung. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum habe ich das gesagt, dass es meinem Nissan GT-R ähnelt. Ja, die Verarbeitungsqualität. Also wenn man das von außen so mal anschaut, dann erinnert mich das so ein bisschen mehr an ein Notebook von vor 5, 6, 7 Jahren. Also die Verarbeitungsqualität ist gut, versteht mich nicht falsch. Aber gerade wenn ich mir so die Rückseite anschaue, dann fühlt sich das jetzt nicht so mega krass hochwertig an. Es passt nicht so ganz zu der Leistung, die in diesem Teil stecken wird. Ich muss dazu aber auch sagen, dass wir hier einen der absolut ersten Prototypen haben und ich dementsprechend auch nicht hundertprozentig sagen kann, ob alles daran genauso im finalen Produkt sein wird. Also was Leistung betrifft, auf jeden Fall. Vom Design her kann ich das euch nicht hundertprozentig verraten. Im Lieferumfang ist übrigens eine 62 Wattstunden Batterie dabei. Die lässt sich sehr, sehr einfach entfernen. Alles bei diesem Teil ist auf Upgradebarkeit ausgelegt, was ich extrem cool finde. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, wie man das Teil aufmacht und wie es innen aussieht. Ihr müsst hier die einzelnen paar Schrauben lösen und dann könnt ihr das Fach einfach nach oben wegsliden und aufmachen. Das ist so viel einfacher als bei den meisten Notebooks, die ich kenne. Dann sehen wir hier direkt, wir haben zwei M2-Slots. Einer davon ist bereits belegt mit einer 970 Pro 512 GB SSD. Das kann man sicherlich auch selbst konfigurieren bei XMG im Shop. Dann haben wir hier aktuell zwei RAM-Module verbaut mit 2666 C18. Das ist natürlich nicht ganz so schnell. XMG hat mir auch diese Crucial Sticks hier mitgeschickt. Die haben dann 3200 MHz, allerdings CL22, was aus meiner Sicht relativ langsam ist. Und deswegen habe ich mir kurzerhand noch ein 3200 MHz CL16 32 GB Kit bestellt. Und damit sollte die Geschwindigkeit dann passen. Das bauen wir gleich mal ein. Die meisten meiner Benchmarks habe ich immer auf so einer Corsair MP600 mit 1 TB und die bauen wir dann auch gleich noch ein, wenn wir sowieso noch einen M2-Slot frei haben. Hätte ich jetzt noch eine normale 2,5 Zoll SATA SSD, dann könnte ich die hier zum Beispiel auch noch reinpacken als zusätzlichen Datenspeicher.
Damit ist die Kühlkonstruktion jetzt erstmal entfernt und wir sehen einen AMD Ryzen Desktop Prozessor. Hier links haben wir übrigens den Grafikprozessor. Je nachdem, was für ein Modell ihr habt, ist das eine RTX 2060 oder eine RTX 2070. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie ist es überhaupt möglich, dass wir einen 3950X mit 16 Kernen in so einem Laptop haben und wie bekommt man das gekühlt? Also wir haben zwar eine sehr gute Kühlkonstruktion, also ordentlich Heatpipes dran, 6 an der Zahl, wenn ich das auf den ersten Blick so gut erkenne, massiv viel Kupfer. Aber die Oberfläche, auch wenn es extrem viele Finnen sind, können natürlich keinen Desktop-Kühler ersetzen. Das muss man ganz klar sagen. Das Ganze funktioniert nur, weil der 3950X hier im Eco-Mode läuft und auf 65 Watt maximal gedeckelt ist. Dadurch boostet die CPU natürlich nicht so hoch. Der Takt ist allgemein niedriger, aber wir haben immer noch 16 Kerne, das muss man ganz klar sagen. Und heutige CPUs sind meistens so energieeffizient, dass wenn man denen ein bisschen die Leistung drosselt, man nicht im gleichen Verhältnis Leistung bzw. Performance verliert. Das bedeutet, wenn wir von 105 Watt TDP auf 65 Watt TDP gehen, dann klingt es ja nach, okay, wir verlieren fast die Hälfte an der Leistung. So ist es aber nicht. Wir reduzieren zwar die Leistungsaufnahme erheblich, aber die Leistung, ich würde schätzen, wir verlieren vielleicht um die 20%, haben aber immer noch 16 Kerne und das probieren wir gleich mal aus. Die Kenner von euch werden es vielleicht schon an der Farbe sehen. XMG verwendet bei den Notebooks übrigens Thermal Grizzly Kryonaut, das heißt, wir haben hier eine sehr hochwertige Wärmeleitpaste verbaut. Dementsprechend lohnt sich das auch nicht wirklich, das Teil zu öffnen, um die Wärmeleitpaste zu ersetzen. Das würde sich höchstens mit Flüssigmetall lohnen. Da haben wir aber das Problem, dass es hier alles nacktes Kupfer ist und nicht vernickelt. Da habe ich aber was Spezielles für ein weiteres Video geplant. Lasst euch da einfach mal überraschen. Wisst ihr, was ich da schon mal direkt loben muss und sehr, sehr geil finde? Ich kann einfach Netzwerk anschließen. Ich muss kein WLAN verwenden. Windows-Updates, 5 Minuten erledigt. Ich bin jetzt gerade mittendrin am Testen, habe jetzt gerade schon 2-3 Stunden damit verbracht, den RAM richtig einzustellen, beziehungsweise zu versuchen, den RAM richtig einzustellen, weil das Ganze funktioniert leider nicht so ganz. Ich habe zwar eine BIOS-Version bekommen, wo zusätzliche Einstellungen freigeschalten wurden. Also ich habe dann Zugriff auf das AMD-CBS-Menü und so weiter, kann dann in die RAM-Einstellungen gehen, kann da rein theoretisch den RAM-Takt einstellen und auch die Latenzen, wird aber nicht übernommen. Also ich habe ja 3200 C16, habe alles ausprobiert, 3000 C18, was auch immer, bootet alles nicht. Ich habe jetzt aktuell 2666 C18, das ist das Einzige, was ich gerade verwenden kann. Das ist aber erstmal nicht so wild, das kann man ja BIOS-technisch hoffentlich noch ein bisschen nachbessern, weil das mit diesem AMD-Untermenü auch nicht ganz so geschickt gelöst ist, das zeige ich euch gleich. Aber dann mal was ganz anderes nebenbei. Wer hat eigentlich diesen dämlichen AMD Ryzen Master programmiert? Diese Software, die regt mich jedes Mal so unfassbar auf. Die Tatsache, dass man nicht die Sprache ändern kann, ist ja sowas von dämlich. Ich muss die Software installieren und muss dann im Installationspfad Deutsch, Französisch und Chinesisch löschen, dass ich Englisch verwenden kann. Wer denkt sich sowas aus? Weil die deutsche Übersetzung ist sowas von schlecht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn teilweise, die deutsche Übersetzung, deswegen, AMD Ryzen Master, eigentlich eine coole Software, ich finde es cool, dass AMD das macht, aber diese Übersetzung, absolut grausam. So sieht es im BIOS aus, was ich da habe, also man kann wirklich sehr, sehr viel einstellen, es gibt viele Einstellungsmöglichkeiten, die aber leider nicht so wirklich funktionieren. Also wenn ich jetzt ins AMD CBS gehe und gehe dann zum Beispiel auf die UMC Common Options, also da kann ich dann DDR4 Einstellungen machen. Kann dann hier Timing Configurator, Accept, bla bla bla. Und wenn ich dann hier sowas zum Beispiel einstelle, das übernimmt er nicht. Also da seht ihr, da kann ich hier den RAM-Takt einstellen. Das setzen wir jetzt erstmal wieder runter auf Auto. Hier ist es auch übrigens so, dass man die RAM-Einstellungen in Hex-Werten machen muss. Was jetzt nicht unbedingt ein Problem für mich ist, von Hex in Dezimal das umzurechnen. Aber für einen normalen End-User ist es sehr, sehr umständlich, sage ich mal. Also würde ich mir auf jeden Fall besser wünschen. Einfacher.
Kommen wir jetzt mal zu unserem ersten Test. Und zwar machen wir den Cinebench R20 und schauen uns dabei sowohl Taktraten als auch Score als auch ein bisschen die Temperatur an. Das können wir im Ryzen Master ja relativ gut anschauen. Da sehen wir dann eben auch gut TDC und EDC. Das sieht man schon sehr, sehr gut. Die CPU ist direkt am vorgegebenen Limit. Das heißt, wir haben hier direkt das Limit von 90 Ampere EDC, 60 Ampere TDC wurde direkt erreicht. Und CPU hat jetzt hier ca. 55 Watt Leistungsaufnahme und bleibt dabei wirklich angenehm kühl. Also wir sind nicht am Temperaturlimit von der Kühlung, das heißt die Kühlung ist wirklich sehr, sehr gut, sondern einfach nur am Stromlimit. Das ist schon mal sehr, sehr interessant zu sehen. Das bedeutet, wenn wir es schaffen, TDC, EDC und PPT zu erhöhen, dann sollten wir da noch Leistung rausholen können, weil wir haben noch ca., würde ich sagen, 15 bis 20 Grad Temperaturspielraum. Score mit 7000 Punkten ist natürlich schon sehr, sehr krass und wir sehen, das liegt hier circa auf dem Niveau von einem 3900X mit Desktop-Kühlung. Wenn wir uns den Single-Core-Score anschauen mit 474 Punkten, dann ist das ziemlich auf dem Niveau vom 4900HS, aber eben Multiscore ist wirklich krass viel höher. Ich wollte jetzt im Ryzen Master eigentlich EDC und TDC und so weiter verstellen. Wenn ich auf Manual gehe, habe ich die Option, aber leider gar nicht, aber bei Precision Boost Overdrive, also bei PBO, da kann ich das tatsächlich irgendwie einstellen. Ich weiß gar nicht, warum es mich das machen lässt. Das übernehmen wir jetzt einfach mal. Also TDC war vorher bei 60, EDC bei 90, ist jetzt 114 und 168. PPT war vorher 88, ist jetzt 142. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Ja, das hat ja gut funktioniert. Vielleicht sollten wir kleinere Schritte probieren. Probieren wir mal TDC 75, EDC 105. Man sieht auf jeden Fall, dass die Temperatur schon ein bisschen höher wird als vorhin. Also wir sind jetzt eher so Richtung 80 Grad Celsius, wo wir vorhin bei maximal 75 Grad Celsius waren. 8000 Punkte. Vielleicht schafft es AMD ja mit Sockel AM5 mal, dass diese dämliche CPU nicht immer am Kühler kleben bleibt. Das gleiche, was man beim Desktop immer hat, ist ja auch anscheinend bei Notebooks ein bisschen ein Problem, weil hier kann man den Kühler nicht so wirklich nach links und rechts drehen, bevor man den löst, so wie man das im Desktop immer machen soll. Das ist hier schwierig. CPU ist nicht beschädigt, aber ich tausche jetzt den 3950X für ein paar Tests erstmal gegen den 3700X aus. Kommen wir jetzt zwischendurch mal kurz zu ein paar Benchmarks. Wir starten mit dem Cinebench R20, einfach nur, dass ihr einordnen könnt, wie sich der 3950X in diesem Laptop verhält versus einem zum Beispiel 3900X auf dem Desktop oder 3950X im Desktop. Also der 3950X im Apex 15 ist von der Multicore-Leistung ungefähr auf dem gleichen Niveau wie ein 3900X 12-Kerner in einem Desktop-PC. Wenn man dann die TDC und EDC-Limits so weit anhebt, wie wir es gemacht haben gerade, dann liegen wir schon deutlich vor einem 3900X und das ist verglichen damit, dass es natürlich in dem Laptop steckt, äußerst respektabel. Adobe Premiere 2020 4K Video Rendering, da liegen wir sowohl ohne als auch mit Power Limit Aufhebung deutlich vor einem 3900X im Desktop und circa eine Minute hinter einem 3950X in einem Desktop, also sehr, sehr respektable Ergebnisse auch hier mit circa 11 Minuten. Dann habe ich mich auch gefragt, wie ist diese ganze Geschichte beim Gaming? Wenn wir jetzt den 3950X betrachten und da 40% von der maximalen Leistungsaufnahme deckeln, dann habe ich gedacht, vielleicht können dann die Kerne im Gaming nicht mehr so hoch boosten und wir verlieren Leistung, dass im Endeffekt zum Beispiel ein 3700X mit der Hälfte an Kernen schneller wäre. Wäre auf jeden Fall eine realistische Theorie, deswegen habe ich den 3700X eingebaut und habe das Ganze mit Shadow of the Tomb Raider in einer Benchmark-Szene nachgestellt. Wir schauen uns erstmal kurz den Frequenzverlauf vom 3950X an. Da sehen wir, die meisten Kerne bewegen sich zwischen 4100 und 3600 MHz. Und wenn wir das Ganze beim 3700X anschauen, dann sieht es nicht viel anders aus tatsächlich. Also es gibt so gar keinen großen Unterschied alleine bei der reinen Frequenz. Und wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal als Gaming-Benchmark anschauen, dann haben wir das Ganze auch nochmal in Nummern bestätigt. Wir haben in beiden Benchmark-Sequenzen im Prinzip die gleichen Ergebnisse. Wir haben Average beim 3700X 71 FPS, Minimum 52 FPS und beim 3950X haben wir 69 FPS durchschnittlich und 53 im Minimum. Also da kann man eigentlich sagen, das ist schon Messtoleranz. 1 FPS hin oder her, das macht keinen großen Unterschied, da merkt man eigentlich nichts. Was für mich tatsächlich überraschend war, also der 3950X, der hier drin ist,
der eignet sich auch wunderbar zum Gaming bei diesem Laptop. Also sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis. Das bedeutet natürlich auch, wenn ihr mit diesem Teil hier nur zocken wollt, dann macht es keinen wirklichen Unterschied, ob ihr einen 3950X oder einen 3700X verbaut habt. Wenn ihr wirklich nur zocken wollt, könnt ihr auch die 8-Kern-CPU nehmen. Macht keinen Unterschied, ob ihr da 16 Kerne oder 8 Kerne drin habt, weil die meisten Spiele ebenso viele Kerne nicht benutzen. Dementsprechend gleiches Ergebnis mit dem 3700X. An dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung zu den M2-Slots, die in diesem Gerät verbaut sind. Wir haben ja zwei Stück insgesamt. Eine davon ist aber Generation 2 angebunden und eins Generation 3. Das sieht man hier ganz gut. Also meine C-Festplatte hier, das ist meine Corsair MP600. Und wenn wir hier jetzt den Test machen, dann sehen wir, dass das definitiv keine Generation 4 ist. Sonst wären wir da ja irgendwo bei 4500 oder 5000 dB pro Sekunde. Sondern wir sind eher bei 1500 und das deutet eben darauf hin, dass es nur PCI Express 2.0 ist und nicht mal 3.0. Warum das der Fall ist, kann ich euch nicht erklären. Wenn wir dann aber gegentesten mit der D-Festplatte, das ist die Samsung 79 SSD und die ist dann in dem Generation 3 Slot. Das sieht man auch gleich ganz eindeutig an den Ergebnissen. Da haben wir dann 3500 MB pro Sekunde lesend und auch ungefähr das gleiche im Schreiben. Also da sieht man dann ganz deutlich, dass das eine nur Generation 2 ist und das andere Generation 3. Wisst ihr, was ich gerade dachte, was eigentlich interessant wäre? Was wäre, wenn die Kühlung jetzt wirklich, wirklich gut wäre? Wie wäre die Leistung der CPU dann? Probieren wir es doch einfach mal aus. Da ist es doch praktisch, dass wir einen vollwertigen HDMI-Anschluss hinten dran haben. Hab das Teil zugeklappt, umgedreht, Monitor angeschlossen und dann würde ich sagen, Flüssigstickstoffkühler drauf. Los geht's. Der Moment, wenn sich selbst die Katze fragt, was zur Hölle ich hier gerade mache. Das sieht doch schon mal vernünftig aus. Knapp über 0 Grad. Übrigens senkt sich natürlich auch die Leistungsaufnahme der CPU, nur weil sie kalt ist. Und dementsprechend sollte das schon in mehr Leistung resultieren. Das probieren wir direkt mal aus. So gefällt mir das schon eher. 8800 Punkte. Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das Coole ist übrigens, dass die Lüfter jetzt gar nicht mehr laufen, weil CPU-Kühler hat minus 25 Grad hier. Das ist alles wirklich sehr, sehr kalt. Ich würde sagen, knapp am Gefrierpunkt. Also der Wärmeübertrag mit Heatpipes ist es natürlich nicht so gut. Heatpipes leiten die Wärme nicht so effizient nach unten zur CPU runter. Hilft aber auf jeden Fall, hat man schon gesehen. Ich bin mal gespannt, wie weit wir noch kommen. Sehr, sehr geil. Über 9000 Punkte und damit über dem normalen Wert eines 3950X, was man in einem Desktop-PC hat, also 9200 Punkte im Laptop, wirklich absolut krank, krass auf jeden Fall. Ich konnte TDC und EDC jetzt auf 95 bzw. 130 Ampere stellen und der Kühler lief hier ganz geschmeidig die ganze Zeit, ca. minus 35, vorhin sogar minus 40 Grad Celsius. Man sieht jetzt nach einiger Zeit auch, wie sich hier überall unten an den Heatpipes schön Eis gebildet hat und wir hören jetzt auch auf, weil ich will das Teil nicht kaputt machen. Da würde sich XMG sicherlich nicht drüber freuen. Aber sehr, sehr cool, was man so machen kann. Und dass ein Mainboard in einem Notebook, das jetzt ja nicht unbedingt für die absolut besten Spannungswandler berühmt ist normalerweise, auch sowas kann. Das heißt, wenn man hier eine extrem krasse Kühlung hat, dann kann so ein Notebook problemlos die CPU dauerhaft mit 4,2 GHz versorgen bei 16 Kernen. An dieser Stelle sind wir jetzt auch durch mit dem XMG Apex 15. Sehr, sehr cooles Teil, muss man ganz ehrlich sagen. Also für ein Notebook, gerade heutzutage im Jahr 2020, wo bei Notebooks eigentlich alles so hart limitiert ist und man meistens gar keinen Spielraum mehr hat wie früher, ist es sehr erfrischend, mit sowas rumzuspielen, ein bisschen rumzuexperimentieren. Und man hat tatsächlich wirklich Desktop-Leistung in einem Notebook. Das geht natürlich ein bisschen zulasten des Akkubetriebs, das ist ganz klar. Also es ist kein Gerät, wo man lange Akkulaufzeit unterwegs hat. Das muss einem bewusst sein. Das Teil hat ein 230 Watt Netzteil. Dementsprechend kann man sich ausrechnen, mit einem 65 Wattstunden Akku kommt man jetzt nicht unbedingt so lange ran. Ansonsten hat es mich technisch absolut überzeugt. Sehr, sehr gutes Teil. Das Einzige, was ich bemängeln würde, ist erstmal das Gehäuse.
weil für mich für so ein High-End-Produkt, was wirklich quasi die Speerspitze der Leistung darstellt im Notebook-Segment, hat dann ein Gehäuse, was sich absolut nicht hochwertig anfühlt, da sollte man nachbessern. Also gerade die Unterseite, das ist so ein bisschen von vor 10 Jahren, also es hat mich jetzt nicht unbedingt überzeugt. Und im BIOS sollte wirklich nachgebessert werden. Also ich finde es sehr cool, dass es so viele Einstellungsmöglichkeiten gibt, dass man Zugang hat zum AMD, CBS und so weiter. Aber viele der Optionen funktionieren nicht oder nur teilweise und sind sehr unübersichtlich gestaltet. Also BIOS könnte man nacharbeiten, Gehäuse sollte man wirklich, wirklich überarbeiten. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ansonsten technisch gesehen beeindruckendes Teil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Schick, das könnte kalt sein. Lassen Sie das. Hör auf, Schick.